nachdem ich den Wagen einmal wieder nach hier geholt habe und neu abgeklebt habe, weil das sich gelöst hat mit besserem Klebeband, gibt es jetzt einmal die zweite Schicht. Ich werde euch gleich noch was zur ersten Schicht sagen, aber ich zeige euch erstmal das getrocknete Zwischenfazit sozusagen. Und dann werden wir definitiv noch eine zweite Schicht gleich aufmalen. Ja, hier ist leider voll, weil ich momentan ein wenig Speditionsprobleme, also Platzprobleme habe, aber das kriegen wir auch noch gebacken. Die nächste Schicht, ich habe mir jetzt dafür auch noch einen Pinsel genommen. Wo ist der? Den werde ich für die Ecken bestimmt gebrauchen. Ich filme das jetzt für euch nicht, weil ich habe jetzt gerade keine Kamera zur Hand und kein Stativ und es ist auch relativ langweilig. Ich zeige euch lieber das Endergebnis. Also ich habe jetzt hier noch 5,5 Flaschen verbraucht. Und ja, also es sieht gut aus, zeige ich euch jetzt. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein Fazit drehen und mir überlegen, ob das wirklich Sinn gemacht hat und ob man das empfehlen kann. Ich schätze eher nicht. Also es ist die nächste Schicht drauf. Es sieht immer noch sehr dunkelgrau aus anstatt schwarz. Sieht aber gut aus, also deckend auf jeden Fall. Und das waren jetzt um 5,5 Flaschen. Ich bin mal gespannt, wie das Endergebnis aussieht. Geht es wieder heller? Bleibt es dunkel? Ich habe ein Gefühl, es bleibt genau so. Ist nicht schwarz, ist nicht dunkelgrau, Anthrazit, irgendwas dazwischen. Ist schwierig. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald es getrocknet ist. Ich werde diesmal nicht den Fehler machen und nicht den Wagen luftdicht verschließen, sondern die Fenster aufmachen, damit es überhaupt besser trocknen kann. Und vielleicht werde ich sogar noch einen Heizlüfter reinstellen. Ja, und ich halte euch auf dem Laufenden und sage euch dann, was mein Fazit zu der ganzen Sache ist. Bei dem Wetter trocknet das Ganze so schlecht, dass wieder der Heizlüfter zum Einsatz kommen muss, weil anders kriege ich das nicht trocken. Also wie bei der ersten Schicht einfach tagelang stehen lassen geht nicht, vor allen Dingen nicht bei dem Regen mit offenem Fenster. So, das Ganze ist endlich getrocknet und ja, was muss ich sagen, ich bin nicht zufrieden. Also die Farbe sieht gut aus, es ist dunkelgrau, schwarz, außer an so ein paar Stellen, wo das noch grau durchguckt, hier seht ihr das? Das sieht ehrlich gesagt nicht so toll aus. An anderen Stellen wiederum nicht. Ist aber wenigstens jetzt endlich nach tagelangem Trocknen auch wirklich trocken. Ja, Und es ist halt total fest. Die ganzen Fasern sind jetzt ziemlich fest zusammengeklebt. Ja, sieht halt irgendwie nicht so cool aus. Also ich kann es wirklich nicht empfehlen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Natürlich muss man für einen Teppichtausch das Armaturenbrett ausbauen. Aber vielleicht ist es das einfach wert, weil das ist ja auch nicht ganz günstig. Oder man nimmt andere Farbe, da haben wir auch schon Tipps bekommen, Marvin und ich jetzt. Aber ja, das ist nur jetzt auch schon zu spät. Ne? Wir haben es jetzt durchgezogen und ja, Ergebnis ist so lala, sieht gut aus, bis an manche Stellen. Ich hoffe, dass das dann nicht so auffällt, wenn die Sitze drin sind. Vielleicht wird das wieder ein bisschen weicher, es ist aber jetzt komplett rau. Ne? Naja, das war's dann erstmal von diesem Projekt. Können wir das hier auf jeden Fall abziehen. Und dann mal schauen, wie es aussieht, wenn das ganze Fahrzeug fertig ist. Wir sind abreisebereit. Ich habe hier den Energy Drink meiner Frau, Autoschlüssel, der BMW steht bereit. Ja, wieder den grauen Sitz eingebaut, sonst gar nichts. Und die Karre ist komplett auseinandergebaut und voll. Also los geht's. Ja, was ich nicht bedacht habe, ich habe keinen Getränkehalter. Das reicht! Fährt sogar noch, startet noch! Bliett! Beste! So. So Freunde, also die Bremse vorne ist ja mal richtig durch. Der Wagen ist jetzt hier auf der Bühne und Radlager wird endlich angegangen und endlich auch die Bremsen. Schaut euch das mal an, da ist gar nichts mehr drauf. Also mich haben ja Leute gefragt, warum habe ich keine Handbremse? Jetzt weiß ich, das ist die Unterseite. Die Oberseite war gar nicht mehr existent. Okay, das ist krass. Aber endlich auch mal hier das Radlager, das ist... Naja, weiter geht's. Freunde, das sind die Bremsbeläge vorne. Also die Scheibe ist durch. Aber die Scheibe geht sogar noch, aber die Beläge sind vorne, hinten komplett durch. Handbremse habt ihr gerade gesehen, da ist ja gar nichts mehr drauf. Also bin ich froh, dass wir das jetzt machen. Oh Mann. Oh Mann.
Hier ist ja auch noch Öl alles. Oh je. Oh je, oh je. Eine kurze Zeit oder etwas längere Zeit später ist die erste vordere Seite schon neu. Neue Bremsscheiben, neue Bremsklötze und Verschleißsensor. Lustigerweise haben wir hier bei dem billigen Satz, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, sogar vorne Bremsen original BMW dabei gehabt. Das finde ich echt cool. Ist zwar hier steht nur drauf E36 Z3, aber naja, wird schon passen, wenn es dabei war. Aber passt auch. Von daher, geil. Andere Seite und weiter geht's. Andere Bremse vorne ist auch fertig. Sieht ein bisschen dreckig aus, mache ich noch sauber. Und dann kommen beide Vorderreifen wieder drauf. Und dann widmen wir uns weiter dem Radlager hinten. Das ist nämlich richtig, richtig übel, Leute. Das ist viel zu lange schon drin, viel zu lange. So, also das Radlager ist nach stundenlanger Kleinstarbeit jetzt drin. Das war echt üble Arbeit. Sogar die Antriebswelle rausgenommen. Das ist jetzt reingepresst, jetzt kommt noch die Radnahme oben drauf und dann wird Bremse, Handbremse, alles wieder zusammengebaut. Gott sei Dank. Und die Handbremsseile sind auch alle in Ordnung, müssen wir quasi nur eine neue Handbremse reinpacken, aber die war ja bei dem ganzen Kram dabei. Und nur noch bremsen und dann fährt der Wagen wieder top. Bis auf ein paar kleinere Mängel. Der Wagen steht jetzt wieder, oder noch hängt er auf allen vier Rädern, aber das Radlager ist gemacht. Die Hölle, sage ich euch, das war definitiv viel zu lange drin. Und hier habt ihr nochmal einen Blick unten drunter. Ja, Rost hatte auf jeden Fall und ein bisschen Ölverlust. Aber im Großen und Ganzen vorerst in Ordnung. Die Stoßdämpfer vorne sind gar nicht mal so alt. Und hinten, ja gut, die sind alt oder schon durch, aber gut. Das hält sich in Grenzen. Erstmal ablassen, Probe fahren und nochmal die Schrauben nachziehen. So Freunde, es ist wieder spät, aber sagt mal, hört ihr das? Nein? Ich auch nicht. Radlager ist repariert, endlich. Also das war jetzt sehr viel wert. Das ist sehr am Rauschen, weil ich meine, hier ist keine Innenausstattung drin. Aber das Geräusch ist weg. Und das ist so, so geil, endlich mal wieder ohne wirkliches lautes Geräusch fahren zu können. Ich fahre jetzt 120, nichts, alles gut. Also wirklich top. Man hört nur Radgeräusche natürlich. Also das hat sich schon mal gelohnt. Und jetzt muss ich natürlich die Bremsen noch einmal einfahren. Das heißt, 200 Kilometer Stadtverkehr, keine Vollbremsung, einfach mal einbremsen. Genauso wie die Handbremse, die packt auch wieder richtig, richtig gut. Da bin ich auch ziemlich zufrieden mit, weil das Ganze wirklich echt anstrengend war, aber sich gelohnt hat. Endlich eine Handbremse und endlich wieder vernünftige Bremsen und das Radlagergeräusch ist weg. Das heißt, technisch sind wir auf dem richtigen Weg, noch ein, zwei kleine Sachen und dann können wir den ganzen Wagen TÜV'en. Da bin ich sehr zufrieden. Vielleicht werden wir noch ein paar Sachen neu lagern, mit Lagern auf der Hinterachse. Die Spur muss natürlich jetzt auch eingestellt werden nach dem Radlagertausch. Das merkt man auch, der zieht ganz schön nach links. Aber im groben Ganzen fährt er wirklich gut und da bin ich sehr zufrieden. So, es ist für mich jetzt Feierabend. Wir haben 23.38 Uhr. Es geht ab nach Hause. Das war's auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und abonniert auch bei Instagram, jetzt hier eingeblendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Denkt immer dran, arbeitet härter, Freunde. Repariert eure Radlager und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.